Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute Iceberg Orders effektiv im Trading einsetzen. Zum Thema haben wir heute den zweiten Termin. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute wieder die Referenten gewinnen können für das Thema, insbesondere auch hier wieder in unserer Webinarreihe oder in unserer Webinarreihe hier mit Attas und Michael Burgstaller. Freue ich mich, dass wir den Termin heute auf die Beine stellen konnten, und ich freue mich natürlich auch, dass Sie sich für das Thema interessieren und heute Abend live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor wir anfangen, wie immer, schauen wir uns einmal kurz den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ich werde im Laufe des Webinars im Chat auch sehr gerne den Link zu dem ersten Webinar hier reinstellen. Können Sie sich dann im Nachgang, falls Sie den verpasst haben sollten, dann auch gerne anschauen. Ansonsten haben Sie rechts die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Das macht das Ganze für die Referenten viel interessanter und macht am Ende mehr Spaß, wenn Sie proaktiv mitmachen. Und ja, ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Ansonsten übergebe ich sehr gerne erstmal das Wort an Michael. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß, und gleichzeitig übertrage ich auch den Bildschirm an den Bernhard. Also. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, mich kann man auch gut sehen und hören. Wobei heute ist eher der Bernie zum Sehen und ich bin zu hören. Wir haben uns kurzfristig entschlossen, einen zweiten Teil zu der ganzen Thematik Eisberge in Attas zu bringen, nachdem das Feedback letztens mehr als gigantisch war. Also ich sage da mal Danke an alle, die da immer dabei sind und die, was das Thema auch interessiert. So wie der Nelson schon gesagt hat, dieses Webinar oder diese ganze Webinarreihe lebt davon, dass ihr natürlich Fragen stellt und diese Fragen auch so gut es geht beantwortet bekommt. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch wenn die jetzt da nicht immer mit diesem Eisberg zu tun haben, sondern Attas allgemein sind oder Attas in Verbindung mit FX Flat, bitte gerne rein in den Chat. Ich bin heute eher im Hintergrund, weil das der Bernie und der Kevin machen werden. Aber ich bin natürlich da und schaue mir die Fragen an und werde das eine oder andere Mal zwischen reingrätschen und ein bisschen mitplaudern mit euch. Ich wünsche euch jetzt ja viel Spaß beim Vortrag und beim gezeigten Content. Ja, danke Michael und danke Nelson für die Einladung zu FX Flat, zu der Möglichkeit, hier die Eisberge auch euch zu präsentieren. Das, was wir jetzt in sehr, sehr langer Zeit entwickelt haben. Also es waren jetzt über 13 Monate Entwicklungszeit für dieses Tool. Und kurze technische Frage noch, sieht man jetzt schon den Startbildschirm von der Präsentation? Alles zu sehen, passt. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Folie. Vielleicht einleiten noch ein paar kurze Worte. Für all jene, die was letztes Mal schon beim Webinar dabei waren, es sind ein paar Folien wieder gleich dabei. Über die werde ich absichtlich sehr schnell drüber springen. Also ich würde alle bitten, die jetzt die Theorie hinter den Eisbergen, das, was wir hier entwickelt haben, besser verstehen wollen, die sollen Sie unbedingt auf dem YouTube-Channel von FX Flat das Webinar ansehen vom 24. September 2024. Da gehen wir dann wirklich mehr in die Theorie ein, aber es sollte ja aufbauend auf dieses Webinar jetzt eben das heutige Webinar gemacht werden. Ganz kurz ein paar Worte zu mir, also Bernhard Wedel, bin zu finden auf Instagram, falls mir wer folgen will, teile da auch immer ganz gern Stories über meine eigenen Trades, wie ich das Ganze anwende. Genau, und was wir jetzt im Team da machen und entwickeln etc., auf das steht jetzt hier, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein, weil wie gesagt, das ist im letzten Webinar schon diskutiert oder besprochen worden. Aber heute haben wir noch einen neuen dabei, und zwar den Kevin. Vielleicht Kevin, sagst du ein paar kurze Worte zu dir. Ja, mein Name ist Kevin Dean. Ich bin 34 Jahre alt, bin seit
3,5 Jahre jetzt an der Börse und seit 2 Jahren bin ich professioneller Trader. Und ich bin jetzt heute hier eigentlich dabei, um eben diese praxisrelevanten Themen, wie man diese ganze Orderflow-Geschichte im Trading effektiv einsetzt, da den Bernhard zu unterstützen. Perfekt. Danke, Kevin. Dann schauen wir gleich zur nächsten Folie. Genau. Ganz kurz zusammengefasst, wie gesagt, auch diese Folie ist im letzten Webinar drinnen. Aber für alle, die was neu sind, dass dann die nicht jetzt bei Null anfangen. Ihr müsst euch vorstellen, ein Eisbergorder wird immer auf der Limitseite abgearbeitet. Und im Endeffekt geht es darum, dass die großen Player am Markt ihre Handelsaktivitäten verstecken wollen. Also die wollen nicht erkannt werden. Würden die jetzt alle Order jetzt mit normalen Market Order reinstellen oder mit normalen Limit Orders, dann würden das die Retail Trader und andere professionelle Trader sofort entdecken und sich ganz leicht Handelsvorteile herbeileiten. Und die müssen natürlich da Tausende von Lots in den jeweiligen Markt reinbekommen und auch wieder rausbekommen. Und dazu machen sie sich die Eisberge zunutze. Und wir sprechen da auch immer von Tranchen. Sprich, Eisberge werden in sogenannten Tranchen abgearbeitet. Und je nach Tranchengröße und finaler Größe von diesem Eisberg wird es immer sukzessive. Wenn der Preis dann wieder auf dieses Level kommt, wo der Eisberg sitzt, wird wieder die nächste Tranche abgearbeitet. Und das wird Stück für Stück durchgeführt, bis eben der gesamte Auftrag abgewickelt ist. Ich switche jetzt gleich zur nächsten Folie. Auf die Vorteile vom Traden, auf diese Folie würde ich jetzt sagen, also die habe ich letztens sehr ausführlich besprochen. Das würde ich mir heute sparen, weil die Vorteile möchte ich heute euch anhand von der Praxis zeigen. Ja. Also bitte bleibt auch unbedingt bis zum Schluss dabei. Ich werde euch heute auch zum Schluss dann, ich habe heute einen Trade gemacht und diesen einen Trade, den möchte ich heute euch live in meiner Atlas-Plattform zeigen, was ich da gemacht habe, warum ich diesen Trade eingegangen bin. Und es gibt auch viele Beispiele aus Bilder habe ich vorbereitet, Screenshots aus den letzten Tagen. Also bleibt dran, ich würde sagen, das bringt dann jeden am meisten, wenn wir das in der Praxis durchgehen. Und dann switche ich da gleich zur nächsten Folie. Das habe ich schon erwähnt, aber beim letzten Webinar, aber da möchte ich unbedingt drauf eingehen, weil es einfach wichtig ist und das kann man nicht oft genug erwähnen. Der Unterschied zwischen nativen und synthetischen Eisbergen. Wir haben bei den nativen Eisbergen eine ganz klare Order-ID und die wird von der jeweiligen Börse quasi aufgegeben und der Eisberg-Order wird auch von der Börse abgesetzt. Ja. Also irgendein Kunde wendet sich an die CME oder an die jeweilige Börse und dementsprechend wird dieser native Eisberg-Order dort abgearbeitet. Das heißt, wir haben eine eindeutige Order-ID. Und da gibt es kein, das ist vielleicht ein Eisbergorder oder vielleicht nicht, sondern das ist eindeutig zuordnenbar. Ja. Mit unseren Algorithmen können wir die tracken und ich zeige euch das dann im Anschluss auch, wie das ausschaut, wann wir die tracken und gehen das dann auch alles durch. Der Unterschied jetzt zu den synthetischen Eisbergen, das ist jetzt im ersten Teil vom Eisbergdetektor noch nicht drinnen, an dem entwickeln wir jetzt noch. Da geht es um das, dass auch andere Trading-Plattformen, große Handelshäuser gibt, die ihre eigenen Algorithmen entwickeln. Und die Algorithmen, die sind angelehnt an den Algorithmus von der CME, also an den nativen Eisbergen. Aber die wollen das quasi auch zusätzlich verstecken und sagen natürlich dann im Die nativen Eisberge, die können manche Leute vielleicht schon tracken. Wir überlegen sich da unsere eigenen Algorithmen. Das Spannende an dieser Stelle ist das, wir arbeiten ja schon dran und wir haben sie da schon ein bisschen was angeschaut. Sie sind sehr korrelierend. Also an diesen Stellen, wo viele native Eisberge kommen, kommen in der Regel auch sehr viele synthetische Eisberge. Und das gibt es dann in einem Update vom Eisbergdetektor. Ich würde da jetzt auf den Eisberg, also auf die nativen und synthetischen nicht mehr genauer drauf eingehen, weil wir es, wie gesagt, letztes Mal sehr im Detail besprochen gehabt haben.
Dann würde ich sagen, ganz kurz Zusammenfassung noch, was steht in dieser Box hier drinnen von einem Iceberg Order. Also immer dann, wenn der Iceberg Order abgeschlossen ist, wird so eine Box visualisiert. Da gibt es auch verschiedene Einstellmöglichkeiten, wie das dann auszusehen hat, aber das ist eben eine Möglichkeit. Und ganz oben seht ihr den Preis, also dort, wo der Iceberg-Order dann schlussendlich abgeschlossen wurde, in dem Fall 5.771,25. Der war 250 Lots groß. Es sind 0 Lots offen geblieben, also das O steht für Open. Dann kommt das nächste, das D, das steht für Duration. Das heißt, wie lange hat der Eisberg-Order benötigt, dass er die volle Größe abgearbeitet hat, in dem Fall die 250 Lots. Für die hat er eben 23,3 Sekunden benötigt. Man sieht es auch hier, der hat hier gestartet und war dann hier fertig abgearbeitet und das hat eben diese Zeit beansprucht. Und dann der letzte Buchstabe, also zwei Buchstaben, das ist TS, das ist die Tranche Size, also die Größe der einzelnen Tranche, die nachgelegt wird. Und die beträgt in dem Fall 20 Lots. Sehr gut. Eine wesentliche Funktion von den Eisbergen ist jetzt nicht nur, dass man sagen, hey, schauen wir auf jeden einzelnen Eisberg und betrachten wir jeden einzelnen. Das können wir machen bei der Dynamic Iceberg Development. Das ist dann die nächste Folie. Aber was sehr spannend ist, ist das sind immer die sogenannten Cluster. Also ich denke, den meisten, die was heute dabei sind, sagt ja das Volumenprofil was. Also jeder, der was mit Atlas arbeitet, arbeitet natürlich auch mit dem Volumenprofil. Und wir haben sozusagen ein Eisbergvolumenprofil gebildet. Das heißt, da werden nur Eisberge visualisiert und angezeigt. Und das wird immer auf dem aktuellen Screen berechnet. Also immer das, was ihr auf eurem Bildschirm seht, denjenigen Zoom-Faktor, wird das immer dann neu berechnet. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Weil ich sage jetzt nur ein Beispiel, wenn man jetzt in einer Range zum Beispiel sich befindet, man sieht dann in dieser Range, hat man hier wie in dem Beispiel hauptsächlich Bit, also Eisberge, die auf der Bit-Seite gehandelt wurden. Dann ist davon auszugehen, dass sich die größeren Player in dieser Range, in dieser Balance-Phase, ihre Positionen auf der Bit-Seite, also in die Long-Richtung aufbauen. Und dann sollte für uns als Trader klar sein, dass das die bevorzugte Richtung ist. Das ist natürlich nicht immer 100%, also kein Setup ist 100%, aber wir haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich die Ausbrüche nach oben handeln soll. Wenn die Breakouts nach unten kommen, dann kann ich fix gleich mal davon ausgehen, hey, die trade ich nicht, das sind die sogenannten Fakeouts. Ich konzentriere mich hier in dieser Sammelzone zum Beispiel auf Breakouts in die Long-Richtung. Und auf Basis von dieser Information hat man da einen entscheidenden Vorteil gegenüber zu den Retail-Tradern, die Information nicht haben. Dann komme ich zur nächsten Folie. Wie vorab schon angekündigt, das sind die sogenannten DIDs, also Dynamic Iceberg Development. DID, das ist unsere Abkürzung, damit man das Ganze nicht immer vollständig aussprechen muss. Und das Spannende an diesen DIDs ist einfach das, man sieht, wie die Big Player hier mit den Algorithmen arbeiten, an welchem Preislevel die abarbeiten. Und wenn man jetzt sieht, also ein DID ist immer ein offener Eisberg. Ja? Das bedeutet, erst dann, wenn die Fahne kommt, die ich euch vorhin gezeigt habe, also oder da haben wir auch ein Sample herinnen, erst wenn diese Fahne kommt, dann ist der Eisberg abgeschlossen und solange das hier noch im Buch drinnen liegt, sind diese Eisberge eben noch offen. Und das Spannende ist das, wir sehen ganz genau, an welcher Stelle dieser Eisberg-Order in den Markt gelegt wurde und dann, wenn er dann dementsprechend angehandelt wird, dieser Eisberg, dann können wir auch Strategien davon ableiten. Also wir können Trading-Strategien anhand von den DIDs ableiten. Noch besser ist es natürlich,
wenn das dann mit einem relevanten Preislevel etc. zusammenfällt. Also das ist generell zu sagen, ich komme dann auch in den Praxisbeispielen noch dazu. Eisberge ist wie alles im Traden kein heiliger Gral. Ja? Es ist eine extrem wertvolle Zusatzinformation und jeder, der was sich mit den Eisbergen beschäftigt und vielleicht schon ein bisschen eine Börsenerfahrung, eine Trading-Erfahrung hat, wird die Vorteile erkennen. Also ihr werdet sehen, wenn ihr gewisse Strategien habt und ihr blendet euch dann dort an dessen Level, wo ihr gerne eure Entries machen wollt, die Eisberg ein, es ist einfach ein extremer Mehrwert. Man macht gewisse Trades einfach dann nicht oder man macht gewisse Trades schon, wo man sagt, da ist man sich vielleicht nicht ganz sicher, aber man hat dann zum Beispiel die Bestätigung über die Eisberge. Also wir wollen uns ja grundsätzlich immer so positionieren, wie auch die größeren Player. Und wenn jetzt zum Beispiel auf Bit gesammelt wird, dann sollte unser Gedanke auch sein, hey, wenn auf Bit gesammelt wird, dann ist die bevorzugte Richtung immer eher die Long-Richtung. Und vice versa natürlich für die Short-Seite, wenn auf Ask gesammelt wird, dann eher die Short-Seite. Aber wie gesagt, wir kommen dann in den nächsten Folien dazu, wie das dann in Praxisbeispielen aussieht und natürlich dann auch zu meinem Trade heute, was ich vollzogen habe. So, kommen wir zur nächsten Folie. Oder Kevin? Ja, ich würde noch gerade schnell was einhaken. Also, ja? Ihr müsst euch das so vorstellen. Diese Informationen, wo ihr dadurch die Eisberge bekommt, das sind einfach Informationen, wo jemand anders möchte, dass ihr die nicht seht. So, jetzt ist das Ganze etwas tricky, weil ein Eisberg kann ja sowohl ein Exit als auch ein Entry sein. Das heißt, es kann Geld sein, das in den Markt reinkommt, kann aber auch Geld sein, das den Markt verlässt. Eure Aufgabe als Trader ist jetzt einfach, das in den Kontext zur Preisstruktur zu setzen und euch dadurch eure Setups, die ihr eh schon für euch identifiziert habt, mit denen ihr profitabel seid, da einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein Setup funktioniert, den Prozentsatz, den nach oben zu schrauben. Und dafür sind die Informationen einfach so unglaublich wertvoll. Nochmal so kurz von meiner Seite. Genau, super, danke. So, dann kommen wir jetzt eigentlich zur letzten Folie. Das ist jetzt die letzte wichtige Folie. Jeder, der was das Tool anwenden will, ist das einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und als nächstes kommen dann schon die Praxisbeispiele, wie man das Ganze anwenden kann und wie das Ganze ausschaut, bis hin dann zu meinem Live-Trade. Also ganz wichtig als ersten Punkt. Michael, du klingst dich einfach ein, wenn du was einen Input hast, nur zu irgendeinem Punkt. Wir brauchen zur Erkennung von den Eisbergen MBO-Daten. Das sind die sogenannten Market-by-Order-Daten, die es von Rhythmic gibt. Es gibt mittlerweile auch schon andere Datenfeeds, die was auch schon MBO-Daten anbieten, aber mit die funktioniert es noch nicht. Ja. Sobald es da dieses Update gibt, dass andere Datenprovider das auch anbieten können, dass das funktioniert, gibt es natürlich von uns wieder das Update und dann habt ihr das auch mit drinnen. Dann der Punkt 2, die Software, der TTW Iceberg Detector, der muss nicht heruntergeladen werden, sondern den habt ihr, wenn ihr jetzt nächstes Mal oder heute Atlas schon gestartet habt, habt ihr den schon mit dabei. Ja? Ihr braucht einfach auf das Indikatorenfenster gehen, wo ihr eure Indikatoren in den Chart reinlädt. Dort schreibt einfach rein TTW und dann könnt ihr euch sofort die Eisberge reinladen. Also es gibt sozusagen eine Free-Version und eine Pro-Version und die Free-Version, wie der Name sagt, ist kostenlos für alle, jetzt schon verfügbar. Wichtig, auf unserer Webseite, das blende ich euch kurz, da schiebe ich kurz das Fenster rüber, weil es einfach wichtig ist von der Vorgehensweise. Auf unserer Webseite, also die lautet ttwtrader.com, findet ihr unter dem Punkt Education, könnt ihr dann gehen auf Knowledge Base. Und beim Knowledge Base kommt ihr dann hier links dieses Feld, da gibt es den Menüpunkt How to Install.
Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch einfach das durchschaut. Er heißt How to Install. Ihr braucht, wie gesagt, nichts installieren, aber es sind einfach da nochmal zusammengefasst, auf was alles aufpassen müsst. Zum Beispiel das Thema mit den aggregierten Daten, dass die deaktiviert werden müssen, weil wenn die eben aktiviert sind, dann können wir die Eisberge nicht sehen. Und da arbeitet ihr euch einfach Punkt für Punkt durch, bis hin zu dem Punkt, wo ihr dann schlussendlich euren Lizenzschlüssel einfügen müsst, dass ihr die Pro-Version seht. Und wenn da solche gelben Rufzeichen sind, dann wisst ihr, diese Funktion ist dementsprechend hier dann nicht freigeschaltet. Und dann wisst ihr, es hat irgendwas gehabt oder ihr seid eben in der Free-Version. So, dann mache ich das auch schon wieder weg. Ein wesentlicher Punkt ist auch noch, die MBO-Daten können rückwirkend nicht geladen werden. Sprich, in Atlas werden ja historisch die Charts geladen, was ja eine super Funktion ist. Aber ihr müsst wissen, es können nicht oder noch nicht, da kann vielleicht dann der Michael was dazu sagen, die MBO-Daten geladen werden. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ihr dann Atlas startet, ab dem Zeitpunkt kann dann dementsprechend auch der Iceberg-Detektor richtig arbeiten. Davor eben, mit den Daten davor kann er nicht arbeiten oder noch nicht arbeiten. Michael, willst du da was ergänzen? Ja, also man kann sagen, also einmal vorweg, es ist jetzt dafür Rhythmic das Ganze von den MBO-Daten da. Das heißt, jeder, der was an Rhythmic-Datenfeed hat, kann den verwenden. Jeder, der was bei FXFlat handelt, kann sich einen Rhythmic-Feed dazu nehmen, das ist auch kein Problem. Der nächste Step wird sein, das Ganze auch über den Anbieter DXFeed laufen zu lassen. Das heißt, wir kriegen dann diese Market-by-Order-Informationen, die einfach essentiell sind, um Eisberge detektieren zu können, um diese Information überhaupt verarbeiten zu können, die kriegen wir dann von DXFeed auch. Und gleichzeitig sind wir ja mit Rhythmic und DXFeed in Gespräche, was eben historische MBO-Daten betrifft, aber auch historische Level-2-Daten. Das betrifft dann im Prinzip Heatmap und das Ganze. Man muss ja die Datenbasis und diese Datenbasis legal anbieten können und da sind wir eben nach wie vor in Gesprächen mit diesen Anbietern, dass wir das für euch im Prinzip zur Verfügung stellen können. Mhm. Ja, das wäre jetzt einmal das Thema, was kommt und was ist. Super, sehr gut. Danke, Michael. Dann komme ich zum nächsten Punkt. In den Standard-Settings und in der Standard-Einstellung haben wir 300 Lots hinterlegt. Das ist auch ganz wichtig, weil die ersten Lizenzen sind schon draußen. Und uns haben die Kunden gefragt, sie sehen die Eisberge nicht. Und man muss einfach wissen, dass je nach Instrument, was man tradet, ist natürlich in der Pre-Session, also bevor die Amerikaner aufsperren, natürlich eine andere Lot-Size gefordert als wie in der Cash-Session. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, ist natürlich ein NQ anders zu betrachten oder einzustellen als wie jetzt eine ES. Das ist mit den 300 Lots, dieser Basiseinstellung, das ist aus dem Grund gewählt, dass nicht der Chart übergeht mit Eisbergen. Ihr könnt die Eisberge beliebig anpassen, da gehen keine Daten verloren. Da geht es einfach um das, ab welcher Lot-Size wollt ihr die sehen. Und ich sag mal so, in der Cache-Session ist beim NQ 50 bis 100 in dem Bereich ein ganz guter Wert aktuell. Und im ES ist man dann eher so bei 200 bis 300 in dem Bereich. Ich habe hier eine Frage, ob das auf dem Bitcoin auch geht. Es ist halt so, auf den Kryptobörsen selbst gibt es im Moment keine MBO-Daten. Binance hat das gehabt in der Vergangenheit, aber die haben anscheinend wegen der Datenmasse, die da zum Verarbeiten ist, wieder aufgehört dafür. Der Nachtrag ist, Bitcoin auf der CME, natürlich, man muss nur schauen, ob auf diesen Ticker auch Eisberge aufgegeben werden. Grundsätzlich habe ich das bei mir getestet im Crude Oil, im Gold, im Nasdaq, im ES und natürlich auf diesen Bonds, die ich selber handle. Und es kommen fast überall Eisberge vor mit verschiedenen Sizes. Und man muss natürlich hier dann Research betreiben, inwieweit diese Information dir dann da was weiterbringt. Ne? Mhm. Kevin, du hast noch was gehabt? Genau. Also wichtig ist auch einfach noch zu sagen, die Größe hängt auch davon ab, wo für euch relevant ist, was für ein Typ Trader ihr seid. Ich sag mal, ein Scalper, der kommt mit einer anderen Größe Eisberge zurecht, wie jetzt einer, wo längere Bewegungen mitnimmt. Das ist eigentlich wie bei jedem anderen Tool auch. Ihr müsst euer Research damit machen, ihr müsst mit dem
Produkt arbeiten und nach wird sich da der Erfolg einstellen. Aber man kann einfach keine, sage ich jetzt mal, standardisierte Werte ausgeben, wo dann bei jedem funktionieren. Aber das ist nahezu bei allen Tools so. Sehr gut. Ja. Noch eine Frage, ich muss euch kurz unterbrechen. Ja, gern. Lieb gern. Der Alexi fragt mich, wenn man die Einstellungen der Kontakt, also den Filter ändert und die Daten verloren gehen. Es schaut so aus, vielleicht kann der Bernie das später dann am Live-Chat zeigen. Wenn der Filter jetzt auf 300 ist, dann siehst du natürlich die Eisberge, die 300 oder größer sind. Wenn ich diesen Filter jetzt aber sofort runterstelle auf 5 zum Beispiel, ja, jetzt nur ganz übertrieben, dann sehe ich natürlich alle Daten. Es werden alle Daten aufgenommen, es werden alle Daten verarbeitet. Das ist wirklich nur die Einstellung, die dir eben am Chart zeigt, filtern lässt, was du dann siehst im Endeffekt. Und weil wir da gerade bei den Fragen sind, hallo Björn, und der Dieter lässt noch fragen, ob das mit der Beta-Version auch möglich ist. Ja, ja, also es ist in der Beta-Version auch integriert, logischerweise. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt schon drinnen ist, aber es wird auf jeden Fall reinkommen. Kenne jetzt in Letztstand nicht. Auf alle Fälle auf der Latest läuft. Das ist auch in der Beta. Ich hab's okay, gesehen. Ist mittlerweile in der Beta auch. Sehr gut. Ja. Ja. Umso besser. Dann werde ich das dann da dementsprechend auf der Folie noch anpassen. Also Beta und Latest. Sehr gut. Den Punkt habe ich vorhin schon angesprochen, die aggregierten Daten, die müssen unbedingt ausgeschaltet sein und zwar sowohl bei Rhythmic als auch im Atlas drinnen. Ganz, ganz wichtig, sonst sieht es ja nichts. Und der letzte Punkt ist auch ein ganz wichtiger, es gibt ein paar freie Atlas-Lizenzen, die was von gewissen Anbietern angeboten werden und die sind ja extrem eingeschränkt in der Funktion, also mit denen kann man ja eigentlich nur sich Atlas mal anschauen, aber eigentlich nicht wirklich arbeiten, wenn man das Ganze professionell machen möchte und dahingehend ist auch der Eisberg-Detektor bei diesen Free-Lizenzen nicht drinnen. Ist auch noch ein wichtiger Punkt. Gut, und jetzt Trommelwirbel. Grätsche noch einmal vor eine, bevor du den Trommelwirbel machst und voll abgewürgt. Der Björn hat eine technische Frage, was den Eisbergdetektor betrifft und er hätte halt gerne die, also anscheinend benutzt er ihn schon und er hätte gerne die Möglichkeit, die Farben via Farbcode einzugeben. Björn, ich würde dich da bitten, auf die Webseiten von TTV zu gehen und dort den Support anzuschreiben und deinen Wunsch dort äußern. Also ich glaube nicht, dass wir das im Webinar hier beantworten können. Also die Frage ist, dass er seine Farben nicht über das Farbfeld, wenn er das Farben anpassen möchte, über das Farbfeld macht, sondern dass er direkt den Farbcode numerisch eingeben kann. Ich würde sagen, das ist eine Sache für den Support und wo das dann direkt mit den Developern besprochen werden gehört. Der Kai fragt, was die Standardversion kostet und die Pro-Version. Zu dem kommen wir später. Die Standardversion ist kostenlos. Die hat jeder bei Atlas dabei. Genau. Zu der Frage nochmal vom Farbcode. Ich werde das einfach in Support übergeben. Das heißt, ich werde mit unseren Programmierern sprechen und schauen wir, dass wir das reinkriegen. Also es wird in nächster Zeit noch mehrere Updates geben, immer kleine Verbesserungen. Die habt ihr immer noch kostenlos mit dabei. Diese ganzen Updates sind for free und eben zum Beispiel eine Variante wird auch sein, diese synthetischen Eisberge und. Also da kommen noch ein paar coole Features dazu. Und nochmal muss ich rein, bevor du deinen Trommelwirbel machst, aber ja. Dann bin ich aber wirklich schon durch. Das ist nämlich eine sehr interessante Frage und die möchte ich gerne noch durchmachen. Also der Andreas, der schreibt hier, kann es sein, dass im Eisbergprofil alles in Bit gehandelt wird, so wie heute 2800 am Bit und 56 am Ask und der Preis heute gestern stark fällt, dann wäre ja die Richtung falsch. Nein. Soll ich es erklären? Bitte. Ja. Okay. Ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Eisberg kann ja auch immer ein Exit sein. Das heißt, es kann sein, dass es Geld ist, das den Markt verlässt, was den Move dann in die Gegenrichtung noch verstärken kann. Also das heißt ja nicht, dass der sich mit Bit unbedingt einkauft. Das können auch versteckte Take-Profits sein. Deshalb ist auch immer wichtig, dass man die ganze Geschichte im Kontext sieht. Wenn ich jetzt eine aufbauende Long-Struktur habe und ich habe Eisberge, wo im Bit immer in den Pullbacks gehandelt werden, dann ist es wahrscheinlich, dass sich der Player dann long positioniert und in den Markt einkauft, was den Move nach oben nochmal verstärkt. Wenn jetzt aber du eine Short-Struktur hast
und permanent diese Eisberge bekommst, wo auf dem Bit gehandelt werden, dann kann es durchaus sein, dass das eben Exits sind, wo sich einer rausskaliert aus dem Markt. Deshalb ist es immer so wichtig, benutzt das ganze Tool, um eure Setups zu verstärken, um Confidence dazu bekommen. Versucht nicht, das Standalone zu handeln oder beziehungsweise da irgendwas reinzulesen, was in dem Moment nicht da ist. Das ist einfach nur so aus meiner Erfahrung und ich handle jeden Tag damit. Ja, sehr, sehr gut. Was da noch wichtig zum Sagen ist oder zum Ergänzen ist. Die Tage, die gibt es, die kommen nicht so oft, aber heute ist so ein Tag. Letzte Woche war zum Beispiel auch so ein Tag. Da geht der Markt in eine Richtung, wie es heute ist, der geht runter und wir haben extrem viel Eisberge auf der Bitseite. Was sich ihr auch vorstellen müsst, ist immer das. Identifiziert den Trend und nutzt die Eisberge, die ihr in eure Trendrichtung tradet. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein extremer Short-Tag ist und es wird extrem viel auf der Bit-Seite gehandelt, dann bitte das nicht bei jedem Bit-Eisberg dann da lang gehen, sondern wartet dann geduldig auf die Pullbacks und dann schaut euch die Eisberge auf der Ask-Seite an und die tradet dann in Richtung Short. Weil, was zusätzlich ist, was der Kevin gesagt hat, was ganz wichtig ist, große Player, die was jetzt noch 50.000 Stück und noch mehr absetzen müssen, die können sich das leisten, dass sie auch Positionen, Long-Positionen über große Wegstrecken aufbauen. Ja. Die haben andere Mittel wie wir kleinen Retail-Trader und das muss einfach immer in den Kopf sein. Was würde er damit bezwecken? Und es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt einen starken Trend-Tag habe und es kommen Eisberge jetzt wie heute auf Bit, dass ich dann nach jedem Eisberg jetzt irgendwie versuche, lang zu handeln. Also immer im Kontext. Ich hasse zwar das Wort Kontext, weil das ist immer, jeder sagt Kontext, Kontext, aber macht eure Marktanalyse, schaut, wo eure Level sind, je nachdem, wo ihr eure Ausbildungen gemacht habt oder auf eigener Erfahrung. Macht das und schaut dann, wo die Eisberge auf euren Leveln, auf eurer Strategie zutreffen. Und genau um das geht es dann. Und jetzt in der nächsten Folie komme ich genau zu dem. Genau. Also es geht ja dann nicht nur um Kontext, es geht einfach um Marktverständnis. Und Marktverständnis ist das, wie ihr letztendlich dann nachher das Geld verdient. Es wird keinen Indikator geben, der euch ein grünes oder rotes Symbol aufzeichnet, der blind danach handeln könnt und dass das funktioniert ist. Ich hätte es gerne, aber es geht einfach nicht. Deshalb, wenn ihr diese ganzen Sachen immer in Relation zum Marktgeschehen setzt und dann auch eindeutige Situationen identifizieren. Ihr habt eine aufbauende Longstruktur, ihr habt eine Akkumulationsphase. In der Akkumulation wird viel mehr auf Bit aufgebaut. Das heißt, dann ist ein Ausbruch eigentlich in die eh schon vorhandene Struktur nach oben deutlich wahrscheinlicher. Wenn hingegen jetzt in der Akkumulation auf Ask gesammelt wird, dann könnte es potenziell sein, dass sich da Player ausskalieren, dass die dann Gewinn mitnehmen und eben die Position glatt stellen. Deshalb ist es wirklich immer, das lassen wir Kontext weg, mit der Marktstruktur zu sehen. Marktstruktur gefällt mir mehr wie Kontext. Okay, ab jetzt nur noch Marktstruktur, ist gut. Jetzt haben wir das richtige Wort. Okay. Sehr gut. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu diesen Samples, wie das in der Praxis jetzt aussehen kann. Dann kommen wir auch ganz dazu, was jetzt die Unterschiede sind zum Schluss zwischen der Standard- und der Pro-Version. Es gibt da ein grandioses Einführungsangebot und ich möchte euch den Trade zeigen, den was ich nach der Cash-Session dann heute abgesetzt habe. Also jetzt kommen ein paar Dynamic Iceberg Development Beispiele. Man sieht es hier sehr gut. Handelt die nicht einfach jeden, der reinkommt, handelt das nicht einfach blind, sondern versucht zu verstehen, dass der natürlich ein paar Mal angetestet worden sein muss. Er muss eine gewisse Größe haben. Und wenn ihr aber das dann habt, dann kann ich da sehr coole CRVs erreichen. Ich habe immer gesagt, das war früher, vor circa drei Jahren, war das eine Gelddruckmaschine. Ja? Weil man hat quasi jeden Eisberg, jeden DAD traden können. Man hat ein Risiko gehabt von einem Tick. Vielleicht hat man mal ein bisschen ein Slippage bekommen, wenn er durchgeschossen hat. Und man hat dann teilweise Chancen gehabt von 10 Punkte aufwärts. Das war einfach so krass. Und dann sind die Eisberge, die größten Eisberge sind dann ein bisschen geringer geworden. Dann war diese Art von Trading war dann nicht mehr lukrativ, muss man ganz ehrlich sagen. Da waren die Eisberge nur ganz klein.
Und jetzt vor 3, 4 Monaten, so in dem Bereich, kommen sie wieder richtig rein. Also die richtig Großen, die was wir sehen wollen, so 500 Lots aufwärts, hätten gesprochen vom ES. Und das sind dann die Interessanten. Und wenn solche dann angehandelt werden öfters, dann kann ich die Strategie auch wieder machen. Also die muss man aber, wie gesagt, unbedingt Research betreiben, nicht jeden blind traden, weil das bringt auch nichts, auch wenn man nicht viel Ticks verliert. Aber wenn du die ganze Zeit jeden kleinen Eisberg, jeden offenen kleinen Eisberg tradet, das ist nicht Ziel der Übung. Aber ich möchte euch einfach zeigen, wie das ausschaut, die was funktionieren und um was da geht. Hier ist ein weiteres Beispiel, da haben wir auch quasi, wie vorhin schon gesagt, das ist zum Beispiel, wir haben da einen Short-Trend von der Marktstruktur her, wir haben da einen Short-Trend, dann haben wir da dieses Pullback, das was hier jetzt mit einem Eisberg-Order auch gehalten hat. Hier haben wir dieses Pullback und dann ist hier wieder dieser offene Dit, wo ich dann sagen, hey, ein Pullback Richtung Short zu traden, das macht Sinn, kann ich mir dann da in Entry suchen. Habe eine super Entry-Gelegenheit, wenig Risiko und extreme Chancen. Hier unten ist dann wieder ein offener Eisberg. Das heißt, was ist jetzt für mich als Trader wichtig? Wenn er jetzt wieder da raufkommt, dann nicht sofort reinspringen, sondern schauen, wie er reagiert, wie groß ist die Tranchengröße und wird das Preislevel weiter verteidigt. Und wenn das dann so ist, dann kann ich solche Trades mal machen, kann meinen Stop sehr knapp quasi dahinter setzen und habe dann oft super CRVs. Aber bitte nicht jeden blind, ich kann es nicht oft genug sagen, weil man muss das schon, wie jedes Handwerk, man muss auch dieses Handwerk lernen. Das ist einer der größten Vorteile, ist einfach, dass das CAV extrem steigt, weil ich einfach meine Stops wirklich extrem, und das sind wir wirklich bei 2 Ticks, manchmal vielleicht 3 Ticks, wenn man ganz extrem ist, einen Tick unter die vorhandene Eisbergorder setzt. Wenn denn die hält, dann bist du mit dabei. Wenn denn die nicht hält, dann bist du halt weg. Aber es macht natürlich viel mehr Sinn, 2, 3 Ticks ins Risiko zu gehen aus. Oder du machst das halt anders, wie in dem Beispiel hier, was wir da haben. Weil der normale Händler, das ist ganz ein gutes Beispiel, also das Ding geht nach unten, konsolidiert dann seitwärts und man hat von mir aus die Idee, dass man hier dann long geht. So, wo setzt denn der Standard-Trader hier den Stopp hin? Naja, und das letzte Tief. Na? Mhm. Und das sind 5-mal oder 6-mal so viele Ticks. Ich sag's, ich kann es jetzt nicht messen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind, ich glaube, 8 oder 9 Ticks dahinter. Und wenn ich das mit 2 Ticks genauso handeln kann, ja, ja gut, dann wäre ich halt ausgestoppt, aber ich habe nur 2 Ticks verloren. Aber wenn ich es andersrum mache und die wäre ausgestoppt, dann habe ich halt 8 Ticks verloren und das ist laut Adam Riese 4-mal so hoch. Ja, also das ist meiner Meinung nach einer der größten Assets von diesen Tools. Bitte weiter im Programm. Ja, super, danke. Na, du hast recht. Also wir können, ganz wichtig, was der Michael jetzt angesprochen hat, es ist nicht nur der Entry, den was ich mir bestätigen lassen kann, wo ich sage, ich kriege die Tick genaueren Entries, sondern einfach, ich kann mir auch einige Ticks bis Punkte bei meinen Stops sichern. Ich immer auf die jeweilige Strategie, aber summa summarum, wenn ich die Information einfließen lasse, ist das einfach eine grandios coole Sache. Dann kommen wir zum nächsten Bild. Auch wieder sehr ähnliches Beispiel. Wir sind hier in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Ich hatte quasi eine Range gegeben und dann sind da hier wie verrückt diese Eisberge reinkommen. Wir sehen es auch hier ganz schön im Eisberg-Volumenprofil. Wie gesagt, nur mal als Wiederholung. Dieses Profil, was da angezeigt wird, hier oben setzt dann auch immer die Summe. Die Summe, sprich, wie viel das auf Bit gehandelt wurde und wie viel das auf Ask gehandelt wurde. Und wenn sie dann diesen Zoom-Faktor da verändert, also wenn sie mit eurer Maus weiter reinscrollt oder rausscrollt, rauszoomt, reinzoomt oder rauszoomt, dann verändert sie dieser Wert hier in Echtzeit und wird immer dann berechnet. Darum sage ich, es macht Sinn, wenn ich mir jetzt eine Range anschaue, dann lege ich den Zoom-Faktor so, dass ich dementsprechend in der Range drinnen bin. Dann schaue ich mir das Eisberg-Volumen-Profil an und schaue, wenn da jetzt mehr auf Bit gehandelt wird, dann natürlich ist dies meine bevorzugte Richtung. Und in dem Fall ist ja nicht nur so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt sind jetzt abgeschlossene Eisberge, sondern die sind ja sogar offen. Also ihr seht, die sind alle noch offen, die sind noch nicht abgeschlossen. Im Gegensatz zu die da hier drüben, die was auch da super den Markt nach oben gepusht haben, die sind abgeschlossene. Gibt es dazu vielleicht eine ganz kurze Zwischending, gibt es dazu auch Fragen? Also ich habe, glaube ich, eine Frage für den Kevin.
Okay. Der Pavel fragt, warum die Großen die Orders über solche Orders schließen und nicht einfach eine Take-Profit-Order in den Markt legen. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, die ganze Intention, wie die agieren, ist immer schwierig zu deuten. Meistens ist es so, wenn sie sich über Eisberge einkaufen, kaufen sie sich auch über Eisberge aus. Was da jetzt die letztendliche Intention dahinter ist, ist schwierig zu sagen. Ja, einen Punkt kann ich da noch ergänzen zu dieser Frage. Auf der passiven, versteckten Seite bekommen die Großen immer die guten Preise. Würde der jetzt da mit einer großen Size aus dem Markt gehen, zum Beispiel, er baut eine Position auf, ich sage jetzt einfach als Beispiel, ja, er baut eine Position auf mit 10.000 Lot im ES mit Eisbergen. Dann hat er da einfach auf der versteckten Seite die perfekten Preise und es bekommt nicht einmal wer mit. Wir jetzt schon, aber die klassischen Retail-Trader bekommen es nicht mit. Würde er jetzt das Ganze mit Market machen, dann bekommt er da einfach extrem viel Slippage. Selbst wenn er es mit kleinen Market-Order macht, hat er schlechtere Preise, weil er ja immer zum Market, immer zum teureren Preis reingeht. Ja. Das heißt, auf der Limit-Seite, wenn er die Position aufbaut oder abbaut, hat er den Vorteil, erstens wird er nicht entdeckt und zweitens kriegt er bessere Preise. Ja, das kann man in etwa so vergleichen wie mit unseren Big Trades oder wenn man das Tape filtern, einfach auf große Ausführungen. Du weißt in Wirklichkeit die Intention von diesemjenigen, der diesen Handel getätigt hat, die weißt du ja auch nicht. Ja? Oder du kannst, das ist ein Interpretationsspielraum, den du hast. Ja? Da kannst du wirklich interpretieren. Aber wie der Kevin schon gesagt hat, wenn du mit der Marktstruktur schaust und dann natürlich jetzt nicht nur diesen Ausschnitt, sondern die ganze Session siehst oder von mir aus 2, 3 Stunden davon, und das habe ich beobachten können, und ich habe das, glaube ich, vor 2 Webinaren kurz einmal angeteasert, meine Screens davon, da gibt es eben Zonen, da explodieren die Eisberg-Orders, ja, dann geht es in eine Richtung und dann gibt es wieder eine Zone, wo die Eisberg-Orders explodieren und ich habe mir die Arbeit angetan und habe mir dann eine Zeit lang diese Zonen einfach rausgemahlen und das ist schon schwer interessant. Dann kann man nämlich interpretieren, dass da oben Shorts aufgebaut worden sind und unten dann eben diese abgebaut worden sind. Also wie gesagt, das ist eine sehr gute Geschichte, aber man muss sich damit natürlich auch beschäftigen und ich bin schon wieder fertig. Super, danke schön. Müssen wir schauen, dass wir alles super durchbringen. Ich habe noch ein paar Samples. Mhm. Zum DID hätte man noch was. Zum DID? Ja, zum DID. Und das ist eben, das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil da sehe ich eigentlich die größte Stärke von dem Ganzen drin. Bei einem Eisberg, wie vorher schon besprochen, es ist immer eine gewisse Unschärfe. Steigt er jetzt ein oder steigt er aus? Das heißt, man weiß die Intention in dem Moment, man weiß es einfach nicht. Und es ist ein erheblicher Unterschied, ob Geld rein oder rauskommt. Wenn du jetzt aber so ein DID angehandelt hast und der sich auf einem Preisniveau bewegt und auf dem Preisniveau verweilt, dann hast du eine ganz scharfe Information, dass ein institutioneller Player, der die Mittel hat, so eine Order in den Markt zu legen, dass der Meinung ist, dass der Preis genau dieses Level noch einmal anlaufen wird. Und diese Information ist mit das Wertvollste, was dieses ganze Tool beinhaltet. Weil dann kann man sich zum Beispiel, wenn du hast eine aufbauende Longstruktur, du bekommst oben DID, du hast einen kleinen Pullback, der DID bleibt aber genau auf diesem Preisniveau. Man sieht es ganz schön, ja gut, das ist keine Longstruktur, aber einfach, wenn der Player den DID nicht abzieht, den Eisberg nicht cancelt und der Eisberg auf dem Preisniveau verweilt, hast du eine ganz scharfe Information, dass die Institution erwartet, dass das Preisniveau zumindest nochmal angetestet wird. Und die Information ist so dermaßen wertvoll. Also was versuchst du es einfach da nochmal einfach anzudeuten, angenommen das Grüne wäre jetzt irgendein wichtiges Level, es ist einfach nur aus der Nase gezogen, ja. Aber angenommen, das wäre jetzt ein wichtiges Level und ich weiß, dass dieser Eisberg noch nicht vollständig abgearbeitet wird, dann ist das eine super Möglichkeit, hier das als meinen Take-Profit zu setzen. Ja. Also die offenen DIDs, die sind einfach für uns extrem wertvolle Informationen. Noch besser ist natürlich, wenn das Ganze jetzt dann von der Praxis her so ausschaut, der Preis geht so, ob, falsches Tool, das wird ich nicht mehr. Der Preis wird jetzt dann da zum Beispiel zu diesem Tief herkommen, stabilisiert sich vielleicht da und macht dann dieses. Ja,
Und ich habe dann da quasi sozusagen mein Tief, was er jetzt gehalten hat, ich habe dann irgendwo da meinen Long, versuche da meinen Long, dann habe ich natürlich dann hier oben mit den offenen, ups, dann habe ich hier oben natürlich ein klares Target und kann sagen, okay, ich gehe rauf, bis der Markt dann da oben ist. Also solche Informationen sind extrem wertvoll und das macht euch euren Durchschnittsgewinn einfach um so viel höher, weil die meisten, die bekommen dann eh schon Bammel, wenn der Preis mitten in der Range drinnen ist und steigen aus. Nehmen Sie die Bar. Ja, ich muss dann nochmal sagen, als Trader, ihr seid zwei Dinge. Einmal als allererstes, ihr seid Risikomanager. Das ist mit das Wichtigste. Und als zweites, ihr müsst Situationen interpretieren, um daraus einen Vorteil zu gehen. Das heißt eigentlich, ihr müsst vorhersagen, steigt ein gewisser Preis von einem gewissen Asset eher oder fällt er eher. Mit so einer scharfen Information habe ich zumindest mal über eine kurze Strecke eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis in die vorhergesagte Richtung bewegt. Und wenn man das dann noch richtig ausnutzt, ist einfach nur Wahnsinn, was man mit dem Tool alles erreicht. Dann komme ich gleich zur nächsten Folie. Und zwar, das sind jetzt so sogenannte Eisbergcluster. Und wie können wir die jetzt denn sehen? Also wir können es zum einen natürlich über optisch, über unsere Symbole sehen wir es natürlich. Dann sehen wir es über dieses Eisberg-Volumenprofil. Eben wie schon angesprochen, macht Sinn, dass man dann dort reinzoomt, wo man es sehen will. Und was aber dann ganz eine wertvolle Information ist, und das ist nämlich auch das, warum ich sage, ich muss nicht jeden Eisberg-Order jeden kleinen Eisberg-Order sehen, sondern ich sehe hier mit dem auch die kleinen Eisberge und mit der Linie hier unten im Subchart sehe ich auch die Eisberg-Order. Und ihr seht, was sehe ich jetzt da an diesem Beispiel, oder fangen wir auf links herüber an. Ich sehe hier viel mehr Bit-Support, also alles ist grün Bit-Support. Jetzt sind dann nicht nur diese zwei Eisberge erinnern in dieser Größe, sondern alle kleinen sind auch inkludiert in dieser Linie. Und dann sind solche Zonen immer interessant und wenn ich dann diese Reaktionen sehe. Hier wieder extreme Ablehnung durch Ask. Ich sehe auch hier wieder das Ungleichgewicht. Da ist nicht so eindeutig wie hier, aber ich sehe es auch hier. Und da ist wieder ganz eindeutig. Es wurde da in dieser Zone, also in diesem Zeitbereich, weil die vertikale Linie misst ja das Ganze immer auf Zeit und das misst das Ganze auf Preis, ja, die horizontale. Und ihr seht da, es wird gesammelt hier auf Bit und das sind für uns dann einfach die Informationen, was ich mir zunutze machen kann und das Tool einfach einsetzen kann, wie eine Waffe, muss man so sagen. Ich grätsche da mal zwischen rein, bevor wir da die Waffe jetzt durchladen. Ja. Also alle, die da jetzt zuhören, die müssen ja auch wissen und verstehen, dass alle Eisberge, die ihr da jetzt auf dieser Folie seht, zum Beispiel die ersten grünen und dann oben die roten, das sind abgeschlossene Eisberge. Was heißt das? Das heißt, die sind über Limit rein und die sind ja durch Markets gefüllt worden. Das heißt, im ersten grünen Kästchen haben sich natürlich die ganzen Retailer gedacht, das geht weiter nach unten, weil wir sonst super scharfen Abverkauf gehabt haben. Die Eisberge auf der Bid-Seite sind da rein, dann ist der Kurs nach oben gegangen, dann sind die ganzen, was unten die Eisberge bedient haben, auf der Market-Seite natürlich ausgestoppt worden. Deswegen haben wir diesen scharfen Anstieg. Oben dann das gleiche Spiel, es sind die Eisberge auf der Ask reinkommen, die Retailer auf Market haben das bedient. Das sind darum, ich kann es ganz schwer lesen, 250, 250, 173, 225. Das heißt, die sind da oben jetzt einmal 1000 Kontrakte insgesamt lang, insgesamt noch mehr, aber das waren nur die Eisberge. Die liegen wieder falsch. Wenn da sich der Preis nach unten bewegt, werden diese alle irgendwo ausgestoppt, weil die ihre Stops liegen haben oder machen zu. Das, was natürlich dann wieder die Abwärtsbewegung triggert. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit nur ansagen, dass wir wissen alle, dass 90% der Retailer auf Dauer Geld verlieren und falsch liegen. Das ist kein, das ist ein offenes Geheimnis und das ist nicht irgendwas, was man nicht sagen darf. Die liegen natürlich auch nicht immer richtig, die Instis. Ja? Aber die sind zumindest diese, die was den Retailern die Fallen ausstellen. Das wissen wir auch. Und deswegen ist so, diese Datenbasis sich anzuschauen, ist halt eine hochinteressante Sache, würde ich meinen. Und von meiner Erfahrung, vom Test vor dem Tool, umso größer natürlich und umso häufiger oder geclustert mit großer Size diese Eisberge da sind, dann weißt du ganz genau, dass eine große Menge diese Eisberge bedient hat. Ja?
Und die sind dann, wenn es in die falsche Richtung geht, natürlich falsch unterwegs und stoppen ihre Positionen aus, beziehungsweise schließen sie. Und das gibt der Bewegung natürlich dann noch mehr Dynamik. Sehr gut. Dann kommen wir noch zum nächsten Beispiel. Das letzte Beispiel. Und dann zum Schluss möchte ich euch das Ganze nur live zeigen, also wie das Ganze live ausschaut, beziehungsweise auch, was ich da heute gemacht habe. Also nur mal einfach, gehen wir kurz nur mal drüber, sehr ähnliches Beispiel. Ich habe hier einfach wieder angedeutet, wie wichtig es ist, dass man auch in den Subchart blickt, wo sie die Eisberge sammeln. Also man muss nicht jeden kleinen Eisberg oder sehen, sondern wir haben da die Summe an Informationen drinnen und wir haben es da im Eisbergvolumenprofil auch drinnen. Und immer dann, wenn es eben, wie der Michael gesagt hat, diese Cluster gibt, dann sind diese einfach für uns spannende Zone. Und wenn man dann sich mit Trading schon ein bisschen länger beschäftigt und man weiß ein bisschen die Marktstruktur, dann kann man das richtig gut einsetzen. Also dann macht das so richtig Spaß. Also man wartet eigentlich dann schon, wenn man sich die Zonen etc. vorbereitet, dann wartet man eigentlich auf seine Levels und dann schaut man, was passiert mit den Eisbergen, was machen sie dort. Wird es verteidigt, das Level, oder wird es sogar verstärkt? Und das ist einfach dann das, was extrem viel Spaß macht und einfach dann auch schlussendlich sie auszahlt. Der Kai hat auch eine interessante Frage, welcher Chart hier verwendet wird. Es ist der 5-Sekunden-Chart, du kannst es aber genauso am 1-Sekunden-Chart verwenden, du kannst es am 5-Minuten-Chart verwenden. Du kriegst dann halt die ganzen Informationen von einer Kerze aggregiert, mehr oder minder. Also in 5 Minuten kann viel passieren. Du kannst es genauso auf der Heatmap verwenden, was auch sehr, sehr interessant ist, oder du kannst es auf Renko-Charts oder Tick-Charts verwenden. Also wir haben es in Atlas so angelegt, dass man es möglichst flexibel gestalten. Ob es in jedem Timeframe Sinn macht, das ist eine Sache, die es im Prinzip dann ihr selber entscheiden müsst, weil ihr mit dem Tool reingeht und schaut, was möglich ist. Ja? Am Tageschart wird es nicht sinnvoll sein, also ganz provokant ja, gesagt. Aber wir haben das nicht limitiert. Wir möchten, dass das überall funktioniert und es ist nicht das erste Mal, dass eben durch dieses Probieren und Schauen und was funktioniert, einfach neue Strategien und neue Sachen aufkommen. Ja. Genau, und ihr mehrere Charts offen habt, also ich denke mal, jeder hat ja verschiedene Timeframes offen oder manche Ticks, manche zeitbasierend, whatever. Ihr könnt euch das überall reinladen, die Eisberge, also mehrfach könnt ihr euch das reinladen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man in diesen größeren Zeiteinheiten eher auch nur die größeren anzeigt und in die kleineren vielleicht die kleineren. Also das macht Sinn. Arbeitet damit, schaut euch das an, wie sich die Eisberge auf den Preis und auf eure Strategie, auf eure Levels auswirken. Und dann bekommt ihr es relativ schnell Wind. Aber ich sage, man muss wie bei allem, man muss damit arbeiten. Also ich sage immer das Beispiel, wenn jemand ein Mechaniker werden will, dann muss er auch einmal ein gewisses Werkzeug bedienen können, bis er quasi ein Auto reparieren kann. Und das ist bei uns als Trader genauso. Man braucht ein gewisses Marktverständnis. Und dann muss man natürlich das Werkzeug, was es gibt, auch beherrschen. Und ein wesentliches und wichtiges Werkzeug ist einfach das, was die Retailer nicht sehen. Wir kämpfen immer gegen die Großen, die die Märkte bewegen. Und mit den Eisbergen haben wir einfach da die Chance, dass wir das sehen, was im Hintergrund abgeht. Ja, ich habe noch zwei Fragen. Die mache ich natürlich noch. Ja. Der Alex fragt, ob man zwei Eisbergdetektoren in einen Chart erstellen kann und dann für Asien und EU-Session mit einer Einstellung vornehmen kann. Also wir haben es nicht limitiert, glaube ich. Du kannst das auf so vielen Charts verwenden, wie du willst. Ob es am gleichen Chart zweimal Sinn macht, wage ich zu bezweifeln, weil das ist ein Erfahrungswert. Wenn du ein Instrument hast, das was du jeden Tag handelst, dann weißt du irgendwann einmal, okay, am Vormittag stößt auf 50 und am Nachmittag stößt auf 300, dir gehen ja keine Daten verloren. Ja, das hast du ja alles dabei. Ich habe noch was von der Monika, das kann man hier nicht regeln, da musst du bitte zum Support von DTW, die helfen dir dann da weiter, was Apex betrifft. Mhm. Was haben wir hier noch? Björn einen guten Spruch braucht, ja. Waldemar fragt, ob das Logo von Trading to Win auf dem Chart ausblendbar oder minimierbar ist. Das weiß ich nicht. Das wird ihr beantworten müssen, bitte. Nein, es ist nicht geplant. Also das hat, wir haben sehr,
Am Anfang war es größer. Ja, die aktuellen Beispiele sind in der Pro-Version auf diesem Schirm. Hammer, hammer, hammer. Und die Vorteile von Pro und Normal kommen später. So, der Jörg hat es gefragt. Wie gesagt, das ist die Pro-Version. Genau. Bitte weiter im Programm. Passt. Dann, jetzt haben wir nur 5 Minuten. Jetzt müssen wir Gas geben, weil ich möchte euch das unbedingt noch sagen. Kein Problem, wenn es ein paar Minuten länger geht. Okay, sehr gut. Dann seid mir nicht böse, wenn wir ein paar Minuten überziehen, aber ich möchte, es wäre schade, wenn ihr euch das dann nicht mehr anschaut. Und zwar ist auch schon wieder gefragt, was kostet der Spaß in der Pro-Version? Das ist die teuerste Variante, was es gibt. Sprich, das ist der Monatspreis mit 49 Dollar. Wenn man die Jahressubscription zum Beispiel nimmt, dann ist man 30% günstiger und zahlt schlussendlich 33 Dollar. Was ist aber jetzt denn da der Unterschied? Und ich komme jetzt auf der Listenfolie dann auch noch zu einem Einführungsangebot, das was gewaltig ist, wo sich das die Full-Version anschauen könnt. Was sind jetzt die großen Unterschiede? Die Free-Version, man kann die bei der Free-Version quasi nur in abgeschlossenen Iceberg-Order einblenden lassen und man weiß auch nicht die Größe von dem Iceberg-Order. Aber man kann zumindest sehen, wo tauchen die Iceberg-Order auf. Man kann einen Wert einstellen und alles darüber hinaus wird dann eingeblendet. Und die Key-Features oder die Schlüssel-Features mit dem Iceberg-Volumenprofil zum Beispiel, mit den DITs, also mit diesen offenen Eisbergen, mit dem Premium Discord-Zugang, den was ihr dann kriegt, wo es in der Community dann drinnen seid, bei uns auf Discord, habt ihr dabei natürlich vollen Support von unserer Seite. Also der Kevin und ich allen voran betreuen die Discord-Community und da geht es aktuell richtig zur Sache, wo Leute ihre Trades posten, wo wir helfen, Erna, wie wir das Ganze sehen und. Also die Community hilft da hier wirklich gut zusammen und da haben wir auch ganz was Cooles aufgebaut. Und jetzt komme ich noch zum Angebot, bevor ich dann zum Live-Trade komme. Es gibt jetzt nur für ein paar Tage, das ist ja quasi nur der Pre-Launch, wenn man so will. Der offizielle Launch ist dann nächste Woche. Es gibt 60% Rabatt auf die ersten 2 Monate. Sprich, ihr könnt euch den Iceberg Detector Pro für 19 Dollar pro Monat sichern. Also pro Monat und das Ganze für 2 Monate, was eben diesen 60% entspricht. Einfach auf die Website gehen bei uns, also ttwtrader.com und dementsprechend den Rabattcode eingeben. Also ihr müsst dann im Checkout unbedingt Eisberg eingeben als Codewort. Dann wird dieser Rabatt berücksichtigt. Und jetzt komme ich abschließend noch zum, was der Markt aktuell gerade macht und was ich heute gemacht habe. Oh, so. Da haben wir es. Und zwar, das schaut jetzt auf dem Bildschirm ein bisschen anders aus wie auf meinem vorigen, weil ich eine andere Skalierung gehabt habe. Wir waren heute, das ist jetzt der ES. Das ist der ES im 5-Sekunden-Chart. Und wir haben heute eine, wie wir sehen, eine Abwärtsbewegung gehabt. Ich habe hier immer meine ganzen Levels drinnen. Ich bereite mich da immer am Vortag eigentlich schon vor. Also ich habe am Vortag schon die Levels dann drinnen. Das ist jetzt da der 30-Minuten-Chart und ich habe dann dementsprechend auch Levels drinnen auf Intraday-Basis. Ja. Und wenn ich jetzt noch weiß, die Hauptrichtung ist heute Short, dann sollte das auch meine Hauptintention sein und dann so schaue ich mir die Pullbacks an. Und wenn ich mir das jetzt da an dieser Stelle zum Beispiel anschaue, würde ich jetzt, wie wir angesprochen haben, jetzt nicht solche Cluster jetzt unbedingt Richtung Long traden, aber wenn es funktionieren, sondern ich würde dann eher diese Pullbacks sehen. Das heißt, der Haupttrend ist Short, dann glaube ich, da sind wir sich einig und das hat man nicht nur erst da herunten gesehen, sondern das hätte man da genau schon so gesehen, das hätte man da gesehen, da. Also ich glaube, da sind wir sich alle, so wie wir da jetzt im Webinar sind wir sich einig. Und wenn ich dann solche Cluster bei dem Pullback sehe, das sehe ich zum einen dann auch hier im Profil, also ich sehe ganz genau, was ist da abgespielt und ich sehe es dann hier unten nochmal auf der Linie. Das sind dann die Cluster, was für uns interessant sind und da tue ich mich dann quasi short positionieren mit ganz kleinen Risiken, ja, weil normalerweise hat jeder seinen Standard-Stop oder
setzt den Stop über irgendeine Liquidität, die was aber auch wieder jeder sieht. Und in dem Fall haben wir die Möglichkeit, dass wir unsere Stop-Setzung eben auf Eisberg, auf offene Eisberg basierend machen. Dann ist der Markt runterkommen und das ist jetzt gerade eine Live-Situation. Also das ist jetzt gerade hier, jetzt, das ist, so schaut ein offener Eisberg gerade aus. Der Markt ist da jetzt wieder runterkommen, ihr seht, der ist, hat da, der hat genau da gestoppt, tick genau hat der da gestoppt. Und zwar sind da 230 Lots gehandelt worden. Und die, zwei, und die Tranchen-Size, was, noch, was nachgelegt wird, beträgt 20 Lots. Das heißt, jedes Mal, wenn er wieder da drauf kommt, legt er wieder 20 Lots drauf, bis er seine finale Größe erreicht hat. Warum da jetzt ein 230 steht und das aber 20 Lots, wird sich der eine oder andere denken, das geht sich ja gar nicht aus. Es ist oft so, dass die erste Tranche zum Beispiel 10 Lots sind und dann alle weiteren dann diese 20 Lots sind. Ja? Also das haben wir in den Daten beobachten können. Und auch beobachtet jetzt das, wie groß die Tranchen-Size ist und wie groß das abgearbeitete Volumen schon ist. Das gibt euch Einblick auf das, wie wahrscheinlich das ist, dass dieser DID, also das ist jetzt noch der offene Eisberg, wie wahrscheinlich es ist, dass der erhält. Also ich würde jetzt nicht blind da sofort lang reingehen, schon gar nicht heute, wo wir so einen starken Abwärtstrend haben. Ich würde jetzt, mein Lieblingssetup würde jetzt eher das sein, also wenn der da jetzt hält und da jetzt noch zwei, dreimal angelaufen wird, dann würde ich so einen traden. Aber das muss man, wie gesagt, das muss man üben und trainieren. Aber meine bevorzugte Richtung ist das, wenn ich jetzt wieder Pullback habe Richtung Long, zum Beispiel zu diesem Hoch, ja, und auf einmal kommen da wie verrückt Eisberge rein, dann weiß ich nämlich, da ist Interesse daran, dass der Markt weiter runter geht. Und dann suche ich mir dann da zum Beispiel meine Short Entry. Vielleicht einen kleinen Fake-Out, dann wird mit Eisberge verteidigt. Und da schaue ich dann immer ganz genau, was passiert da. Was passiert da? Da gerade live wieder, er hat wieder darauf reagiert, ist nachgeklickt worden, jetzt sind wir auf 262 und jetzt ist er durchgeschossen. Habt ihr gesehen? Das war jetzt ein gutes Beispiel. Jetzt ist er abgeschlossen und sofort ist dann hier die Information gekommen. Der Kollege hat den Eisberg hier gestartet, ist hier dann einmal angehandelt worden und hier schlussendlich dann abgeschlossen worden. Und wie ich gesagt habe, da werden wir wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, da jetzt gleich da lang zu gehen. Da müsste der Preis ein paar Mal noch angetestet werden. Dann macht es interessant. Am zweiten Punkt, wo er angetestet wird, macht es meistens nur keinen Sinn. Und jetzt kommen wir abschließend zu den Traden, was ich heute gemacht habe. Ich muss jetzt nachsuchen. Ja, das war der da. Markt ist runtergekommen. Normalerweise, ich sage gleich dazu, normalerweise trade ich dann natürlich in die Trendrichtung. Aber man kann sich auch auf Pullback basiert und auf die richtigen Informationen oft auch gute Pullback-Trades machen. Bevorzugt ist immer die Trendrichtung. Die war halt definitiv short und das war eigentlich schon erkennbar vorm Open. Aber ich habe hier ein Level gehabt und das Level soll es jetzt noch gar nicht gehen, weil wir ja keine Trading-Ausbildung machen, sondern euch einfach mitteilen wollen, wie wichtig es ist, eine gewisse Vorbereitung am Markt. Und was habe ich dann gesehen? Ich habe dann gesehen, der Markt stoppt hier an meinem Level und ich habe dann das hier gesehen. Schaut unten auf die Linie. Es ist hier Bid Support. Die ganze Zeit wurde hier schon absorbiert mit Bid. Und jetzt kommt da mein Level ins Spiel. Ich sehe dann aggressive Käufer reinkommen. Da schaue ich dann immer gerne ein bisschen aufs Delta natürlich. Und dann habe ich hier dann schlussendlich meinen Trade gemacht. Ein bisschen zu spät, muss ich auch sagen. Normalerweise mache ich da mein Entry. Also das reicht mir eigentlich dann. Ich habe ein bisschen zu spät gemacht. Ich habe dann da mein Entry erwischt. War dann da in dieser blöden Seitwärtsbewegung drinnen. Und habe dann aber beim Breakout gesehen, dass ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit habe, weil einfach da in dieser Range, schaut auf dieses Volumen, was da gesammelt wurde, wie ich gesagt habe, das ist jetzt die Range, ich zeichne das jetzt nur mal kurz ein, F6, das ist quasi, ich zeichne jetzt da die untere Linie ein und dann die obere, das ist jetzt quasi die Range und schaut dann, je nachdem, was ihr da so zoomt mit dem Mausrad, wird das immer neu berechnet. Und schaut, da ist alles Bit, da wird alles Bit. Und durch das, dass da in dieser Range alles mit Bit gesammelt worden ist, habe ich einfach einen gewissen Vorteil, wenn ich jetzt in diese Richtung handelt. Ja. Das ist keine Garantie, aber das ist ein Vorteil. Und dann war hier dann der Breakout. Ich habe gewusst, das könnte ein richtiger Breakout werden, also kein Fakeout. Habe mich hier mit der nächsten Position einstoppen lassen. Bin dann quasi mit zwei Lots im Markt drinnen gewesen. Und mein Target war dann eigentlich der VWAP. Und ich habe dann, ehrlich gesagt, der Kevin hat ihn dann bis zum VWAP laufen lassen.
Und ich habe dann da, ich hab da ein bisschen kalte Füße gekriegt, habe ihn da geschlossen, habe meine 1000 Dollar mitgenommen. Ich glaube, beim Kevin sind es dann 2000 waren oder so. 1800. 1800, ja, so ist es halt. Tom, Mindset spielt natürlich auch immer Rolle. Über das können wir anders mal sprechen. Aber es wird nicht das Thema vom heutigen Webinar sein. Ich habe jetzt ein bisschen schnell geredet zum Schluss. Ich hoffe, es war nicht zu schnell, aber ich wollte einfach den Live-Tweet euch nur sagen, wie schaut das Ding in der Praxis aus, wann wir das einsetzen. Das sind Sie eh gewohnt von mir, dass Sie innerhalb von einer Stunde Vollgas kriegen an Informationen. Also das hat schon gepasst. Der Robert hat da noch eine Frage, ob Fremdkapitalfirmen MBO-Daten freischalten können. Natürlich, wenn sie Rhythmik haben. Ja. Du brauchst aber für MBO-Daten immer Level 2-Daten. Gell? Aber grundsätzlich können die das freischalten. Also die meisten, die machen es gegen die kleine Gebühr. Es gibt aber inzwischen auch welche, die schalten dir das frei, sobald du einen Support nach bitte schreibst. Ja. Und wie gesagt, ich bin einfach ein Trader, ich bin ein Fan von echtem Geld. Ich trade beim Broker, weil ganz ehrlich, echtes Geld ist echtes Geld und was diese ganzen, ich will gar kein Wort dafür sagen, aber wir wissen es, was rauskommt bei vielen, dass dann irgendwann schaffen sie es und dann kriegen sie aber ein Geld nicht raus. Also ich würde auch keine Tipps geben, darf ich auch nicht, das ist auch nicht mein Job, aber einfach aufpassen, was macht's. Ich bin von meinem Part jetzt in Sachen Iceberg Detector Pro durch. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit. Ich möchte mich von meiner Stelle nur mal herzlich bedanken für die Teilnehmer, dass eigentlich alle bis zum Schluss dabei waren und auch dementsprechend an die Gastgeber herzlichen Dank und ich hoffe dann von meiner Seite. Bis bald mal. Ja, super. Ich sage auch danke für euch zwei. Das hat gut gepasst. Und ja, nächstes Mal wird es wieder ein eher reinrassiges Atas-Webinar geben. Wir haben einen Haufen neues Zeug, das was ich euch zeigen möchte. Und dann werden wir wieder in die klassische Volumenrichtung gehen. Ja, ich hoffe, es war für euch alle spannend. Ihr habt ein bisschen einen Mehrwert rausgezogen. Es sollte nicht den Anschein machen, das ist eine Verkaufsparty. Dass das normale Tool ist kostenlos für euch verfügbar in Atas, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich zumindest einmal anschaut und das Einführungsangebot ist auch nicht ohne, das kann man auf jeden Fall einmal nützen und man hat nichts verloren und man hat höchstwahrscheinlich mehr Erfahrung dann hinten noch. Also das ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache, weil ich sage, das ist das erste Mal und es gibt echt wenig Plattformen, wo man sich diese Eisberg-Alternative anzeigen lassen kann. Und das kann ein schöner Vorteil sein. Von meiner Seite aus bin ich auch fertig. Ich werde jetzt noch einen Kaffee trinken und wünsche euch einen schönen Abend und gebe das Wort an den Nelson weiter. Ja, super. Vielen, vielen Dank euch dreien. Ich werde schauen, dass die Aufzeichnung noch diese Woche online kommt, sodass alle dann entsprechend nochmal alles nacharbeiten können. Vielen Dank an alle, die dabei waren und vielen Dank natürlich auch für das Interesse und hier die Aktivität im Chat. Das hat Spaß gemacht für alle und ich wünsche natürlich noch einen schönen Abend. Noch viel Erfolg diese Woche und wie immer passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne dann bis zum nächsten Mal. Also, tschüss zusammen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.